Die Einschusslöcher am Fenster eines Wachhäuschens an der US-Botschaft in der türkischen Hauptstadt Ankara sind deutlich zu sehen. Auf dem Bürgersteig liegt noch eine Patronenhülse. Die türkische Polizei bestätigte Medienberichte, wonach das Botschaftsgebäude am frühen Montagmorgen beschossen wurde. Aus einem Fahrzeug heraus seien mehrere Schüsse auf die diplomatische Vertretung abgefeuert worden, hieß es. Verletzt wurde nach Polizeiangaben niemand. Die Polizei habe eine Fahndung nach den Tätern eingeleitet, die an einem weißen Auto geflüchtet seien. Die Botschaft sollte in dieser Woche wegen des islamischen Eid al-Adha-Festes geschlossen bleiben. Die Beziehungen zwischen den NATO-Partnern Türkei und USA haben sich in jüngster Zeit weiter verschlechtert. Wegen des Vorgehens gegen den amerikanischen Pastor Andrew Brunson, den die Türkei wegen Terrorvorwürfen festhält, haben die USA Sanktionen verhängt. Der Konflikt hat den Kursverfall der türkischen Lira beschleunigt. Die Botschaft in Ankara und das US-Konsulat in Istanbul wurden schon mehrmals von Militanten angegriffen. Zudem gingen zahlreiche Drohungen gegen die beiden diplomatischen Vertretungen ein.